Ja, hallo aus Oschersleben. Ich bin zusammen mit dem Mo Motorradmagazin bei Twins Only, einer Veranstaltung für zweizylindrige Motorräder. Und ich habe heute das große Vergnügen, diese drei Supersportler, die aktuelle GSX-8R, die Yamaha R7 und die Aprilia RS660 Extremer gegeneinander zu fahren und auf ihre Sportlichkeit zu testen. Und am Ende des Tages winkt tatsächlich noch ein kleines Highlight. Da darf ich nämlich die Cremer GP2RR fahren. Ein reines Rennstreckenmotorrad. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Gibt es auch ein Interview, gibt es Hintergrundinformationen und am Ende natürlich meine Eindrücke zu diesen drei Schönheiten hier, zur Cremer. Und ich habe mir auch noch eine professionelle Unterstützung mit ins Boot geholt, damit ich auch die Bikes richtig beurteilen kann. Wer das ist und alle Details gibt's jetzt im Video. Wie gerade angesprochen, ich bin mit Mo bei Twins Only in Oschersleben. Und bevor es mit dem Fahrbetrieb losgeht, habe ich mir den Verantwortlichen der Veranstaltung an die Seite geholt, Stefan Piwek. Du bist aktuell Mo-Chef und dementsprechend auch hier für Twins Only zuständig. Und was mich im Vorfeld interessiert hat, bevor es losgeht, hallo erstmal Stefan, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Was mich im Vorfeld interessiert hat, und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, Twins Only. Da steckt ja quasi schon drin, was einen erwartet. Es geht nur um zweizylindrige Motorräder. Wie kam es denn zur Veranstaltung? Wie ist denn dieses Konzept geboren? Und warum ist man da so rigoros und sagt, okay, wir wollen nur zweizylindrige Motorräder? Twins Only ist eine Traditionsveranstaltung von Mo. Machen wir seit weit über 20 Jahren. Also die Entstehungsgeschichte liegt ziemlich weit zurück. Das Motorradmagazin Mo, was ihr als Heft kennt, als monatliches Magazin, veranstaltet gleichzeitig Renntrainings, Sicherheitstrainings, Veranstaltungen halt für Motorradfahrer. Im Augenblick fokussiert das sehr, sehr stark auf Twins Only, auf diese Veranstaltung hier in Oschersleben. Einmal im Jahr, zwei Tage Rennstrecke, aber freies Fahren, keine Zeitnahme, keine Rennen, ganz entspanntes Fahren in fünf Gruppen. Also auch den verschiedenen Fahrstilen, den Erfahrungen angepasst, eine sehr große Brandweite von Leuten. Und was dann ursprünglich mal der Auslöser war, zu sagen, es sind nur zwei Zylinder und es ist genau dieses Format, das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber es hat sich so eben verfestigt, es ist so eine Traditionsveranstaltung, dass wir da gar nichts dran ändern könnten. Es ist einfach die Veranstaltung für zweizylindrige Motorräder, die eben in dem Fall auf der Rennstrecke bewegt werden, vom großen BMW-Boxer über Indien haben wir da, über Rennmotorräder, die Cremer haben wir da. Das kann aber auch eine 250er Rennalle sein. Ja. Genauso. Es darf nur zwei Zylinder haben. Das ist das Einzige. Also zwei Zylinder sind das Programm. Ihr habt das gerade gehört. Stefan hat auch schon angedeutet, wie viele verschiedene Fabrikate, Hersteller und auch wie bei den Teilnehmenden Jahrgänge hier vertreten sind. Ich habe gesehen, wir haben super viele klassische Ducatis, Vergaser-Ducatis, Eigenbauten, eigene Rahmen. Du hast die Indien angesprochen. Wir haben hier die R12 R90, ein ganz, ganz neues Motorrad, auch im Straßentrim. Auch mit diesem Motorrad kann man hier auf der Rennstrecke im Rahmen der Twins Only fahren. Und fahren ist ja tatsächlich der Hauptpunkt, um den es hier gehen soll. Und ich habe es ja angedeutet, Stefan hat es gerade schon ein bisschen angeteasert, es gibt ein sehr, sehr spezielles Motorrad, die Cremer. Zu der will ich aber jetzt an dieser Stelle erstmal noch nichts erzählen, denn es gibt noch drei aktuelle Twins, die wir hier im ersten Video auf jeden Fall besprechen werden. Und das ist die Yamaha R7, das ist die Aprilia RS660 Extremer, also die etwas sportlichere Variante noch, und eine GSX 8R. Die werde ich dank dir jetzt hier im Rahmen der Veranstaltung bewegen. Und zu diesen Motorrädern, die ich gerade genannt habe, bekommt ihr jetzt die ersten Eindrücke, denn jetzt wird gefahren. Einen muss ich noch reingeben. Und einen muss ich noch reingeben. Die Bandbreite von Motorrädern, von Menschen, von Alter, von allem drumherum sind wir gewohnt und ist großartig und ist das, was diese Veranstaltung ausmacht, warum alle hier so einen riesen Spaß haben und wirklich ein großes Vergnügen.
Ich habe heute, und das habe ich dann doch selten hier gesehen, tatsächlich sogar eine Harley Sportglide gesehen. Nee, nicht Sportglide, Streetglide, Entschuldigung. Streetglide, eine nagelneue gesehen, die hier auch auf die Strecke gegangen ist. Da habe ich dann selber ein bisschen gestaunt. Also, es ist alles dabei. Eine Veranstaltung, die ihr unbedingt mal gesehen haben müsst. Unbedingt mal vorbeischauen. Und jetzt geht's aber ins Eingemachte. Jetzt wird gefahren. Jo, liebe Leute, der erste Vormittag, nicht der erste Vormittag, der Vormittag ist gelaufen und ich hatte die erste Möglichkeit, diese schicken Mopeds hier zu fahren. Da steht sie, die R7, die GSX-8R und jetzt hier noch die Aprilia RS660 Extrema, die gar nicht so extrem ist, aber im Aprilia-Philosophie-Rahmen oder entsprechend der Aprilia-Philosophie wird natürlich der alte Name weitergetragen. Und ganz kurz Info dazu, was macht die Extrema zu Extrema? Ganz einfach, wir haben da hinten den SJ Project Endtopf Carbonabdeckung, Carbon-Bugverkleidung und hier sieht man es auch noch, die Carbon-Vorderradabdeckung bzw. der Kotflügel. Macht die ganze Geschichte 3 Kilo leichter, 180 Kilogramm. Fahrfertig, aber ohne Sprit, 15 Liter Sprit drin. Dann die GSX-8R, die bin ich ja schon einige Kilometer gefahren auf der Straße. Wirklich ein super Motorrad, gefällt mir sehr, sehr gut. Und mit der bin ich heute Morgen auch zuerst unterwegs gewesen. Und da muss ich sagen, war ich wirklich überrascht. Die Sitzposition ist an diesem Motorrad ja sehr entspannt. Ne? Das geht ja eher in so Richtung Sporttour, will ich es mal sagen, auch wenn eine Vollverkleidung dran ist und das Ding als Sportler verkauft wird. Aber das Motorrad ist einfach extrem ausgewogen und hat heute Morgen schon Freude bereitet. Ich will jetzt aber noch nicht zu viel erzählen. Es gibt natürlich ein Fazit, aber noch ein Ersteindruck zur Yamaha R7, die ich dann quasi direkt im 1:1 Vergleich gefahren bin. Das ist natürlich ein deutlich sportliches Motorrad, bedarf aber auch etwas mehr Aufmerksamkeit. Also muss ich wirklich mehr konzentrieren. Ist nicht ganz so einfach zu fahren, schneller. Aber hier muss man wirklich alle Sinne beisammen haben, damit das richtig funktioniert. Warum das so ist, das erzähle ich euch natürlich auch gleich. Jetzt wird noch eine Runde gefahren und es fehlt ja noch ein Motorrad. Das bin ich noch nicht gefahren. Da bin ich jetzt im zweiten Tagesverlauf ganz, ganz gespannt drauf. Ja, und dann gibt es natürlich auch das Fazit. Ich bin zurück aus Oschersleben und damit wird es natürlich Zeit für das Fazit zu den getesteten Bikes. Und ihr fragt euch jetzt vermutlich, hey, das waren doch eigentlich drei. Wo ist denn die GSX-8R abgeblieben? Die muss ich tatsächlich schon zurückgeben. Auch die Aprilia und die R7 gehen morgen wieder zurück zu den Herstellern. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich direkt erstmal bei Suzuki, Yamaha und bei Aprilia bedanken, dass sie diese Motorräder zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt aber ans Eingemachte. Ja, ein Tag Rennstrecke mit den drei Bikes, um für euch ein bisschen herauszufahren, welches Motorrad ist denn für wen geeignet und wo liegen die sportlichen Qualitäten der unterschiedlichen Modelle. Um das möglichst gut bewerten zu können, habe ich den Test derart gestaltet, dass ich zuerst mit der GSX-8R rausgefahren bin, dann mit der R7, dann auf die Aprilia gewechselt und das Ganze dann wieder retour, um eben so ein Gefühl im direkten Vergleich zu allen Motorrädern zu bekommen. Und das war tatsächlich sehr, sehr überraschend, denn ich bin morgens, wie angedeutet, im ersten Turn raus mit der GSX-8R und die ist ja nicht nur das schwerste Bike im Umfeld, 205 Kilo vollgetankt, sondern auch drehmomentseitig das leistungsstärkste. Wir haben 78 Newtonmeter bei 8500 Umdrehungen. Das ist schon amtlich für den Zweizylinder. Und wir haben bei den Biken natürlich auch die, ich sag mal, moderateste Sitzposition. Der Lenker relativ hoch, die Sitzbank relativ niedrig. Man sitzt sehr entspannt. Ich bin ja mit diesem Motorrad schon einige hundert Kilometer auf der Straße gefahren, da hat das wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht und umso überraschter war ich dann morgens, als ich auf den ersten Turn gegangen bin, denn das Motorrad hat sich auch auf der Rennstrecke im ersten Outing doch sehr, sehr sportlich angefühlt. Da hat man das nicht so sehr gemerkt, dass die Sitzposition eher etwas passiver ausgelegt ist und der Motor hilft natürlich mit seinem Drehmoment immens, wenn man am Anfang noch ein bisschen unsicher ist, vielleicht die Linie nicht ganz hundertprozentig passt und man das eben über den Gasgriff regulieren kann, einfach ein bisschen mehr aufzieht, um wieder in die Spur zu kommen, will ich jetzt mal sagen. Und auch hier glänzt das Motorrad tatsächlich mit Neutralität. Das hat mir auf der Landstraße schon sehr, sehr gut gefallen. Also erster Turn mit der GSX-8R, ein wirklich positiver
Ersteindruck, mega Ding. So, dann ging es auf die R7. Wirklich komplett anderes Konzept, deutlich kleinerer Motor, deutlich weniger Drehmoment. Wir haben 73 PS Maximalleistung bei 8500 Umdrehungen und wir haben nur, in Anführungsstrichen, 67 Newtonmeter Drehmoment. Die stehen aber schon bei 6500 Umdrehungen an. Ja, und das merkt man tatsächlich auch beim Fahren. Der Motor fühlt sich nicht ganz so kräftig an, weil eben nach diesen 6500 Umdrehungen das Schmalz schon aufgebraucht ist, will ich jetzt mal sagen. Man kann zwar noch weiter beschleunigen bis zum PS-Maximum, aber da wird das die ganze Sache schon etwas zäher und man muss deutlich präziser in Anführungsstrichen fahren, um damit auf Zeiten zu kommen. Man muss auch schneller laufen lassen. Das ist aber mit dem Motorrad, wenn man von der GSX-8R kommt, gar nicht so einfach, weil man sehr kompakt auf diesem Motorrad sitzt. Die Sitzposition ist deutlich sportlicher, deutlich vorderradorientierter. Die Lenker sind etwas mehr nach innen gefeilt. Man hat nicht so diesen großen Hebel. Man muss das wirklich sehr, sehr sportlich schon angehen, das Fahren mit diesem Motorrad. Und was tatsächlich auch aufgefallen ist, wir haben zwar eine Anti-Hopping-Kupplung an Bord, aber es gibt nur einen Quickshifter zum Hochschalten und auch der ist nur optional. Das heißt, man muss sich schon sehr umstellen, wenn man eben von der GSX-8R kommt, wo alles super easy und spielerisch funktioniert, man einfach nur auf den Schalthebel knüppelt, um nach unten zu schalten. Da ist hier mehr Aufmerksamkeit gefragt. Und das macht die Linienwahl am Anfang auch ein bisschen schwieriger, beziehungsweise man muss sich da wirklich mehr drauf einstellen und konzentrierter bei der ganzen Geschichte vorgehen. Aber das Motorrad vermittelt natürlich aufgrund seiner Ergonomie, der Ausrichtung, der straffen Sitzbank, des einstellbaren Fahrwerks einen deutlich sportlicheren Charakter. Und man merkt, man kann mit diesem Motorrad schnell fahren, aber es braucht eben, wie gesagt, volle Konzentration und man muss mehr bei der Sache sein, um auch eben den Speed mitzunehmen, weil man eben nicht mit Drehmoment die ganze Geschichte ausgleichen kann. Ja, und dann ging es auf die Aprilia RS 660 Extrema, das leistungsstärkste Bike im Vergleich, 100 PS bei über 10.000 Umdrehungen, also deutlich mehr drehbedürftig ganze Geschichte. Der Motor sogar noch etwas kleiner als der 689 Kubikzentimeter große der R7, aber ja, das fühlt sich etwas kräftiger an. Drehmoment auch nur 67 Newtonmeter, aber die stehen erst bei 8500 Umdrehungen an. Das heißt, man hat untenrum nicht ganz so viel, aber für die Rennstrecke fühlt es sich, auf der Rennstrecke fühlt es sich deutlich drehfreudiger an. Das macht natürlich jede Menge Laune und das Ganze betrifft auch, ich sag jetzt mal, das Gesamtkonzept des Motorrads und die Ergonomie. Man sitzt relativ entspannt, 820 mm Sitzhöhe. Da hätte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet bei einem Motorrad, das so eine sportliche Optik hat. Und auch der Lenker, der ist nicht so tief angeschlagen wie der R7. Hier sind ja die Lenkerstummel tatsächlich unter der Gabelbrücke. Bei der Aprilia, wenn man sich das anschaut, sieht man, da hat man so leichte Riser, sage ich jetzt mal. Das ist etwas höher, die Lenker in die Gabelbrücke integriert über dem Abschluss der Gabeloberkante. Dadurch sitzt man natürlich deutlich entspannter als auf der R7. Der Lenker auch breiter. Das heißt, man hat auf diesem Motorrad wirklich eine ja, sehr entspannte, aber deutlich sportlichere Ergonomie, als das bei der GSX-8R der Fall ist. Entsprechend wohl fühlt man sich dann auch direkt auf diesem Motorrad. Hier auch alle Helferlein mit an Bord. Wir haben natürlich einen Blipper für Hoch- und Runterschalten. Es gibt das volle Elektronikprogramm von Wheelie Control, Engine Brake Control, lässt sich einstellen, Traktionskontrolle. Also wirklich alles zip und zap, was man sich vorstellen kann. Es lassen sich unterschiedliche Riding Modes konfigurieren und da die richtige Einstellung finden. Und das war tatsächlich auch was, was am Anfang aufgefallen ist. Im Dynamikmodus auf der Rennstrecke merkt man direkt, aus den Kurven gibt das Motorrad nicht besonders viel Leistung frei. Also da muss man auf jeden Fall einen Blick ins Menü werfen, um sich die richtige Konfiguration zusammenzustellen. Und dann macht das Motorrad aber immens viel Laune. Also eigentlich so das, was die Ergonomie und das Fahrgefühl angeht, so die Kompromisslösung und die angenehmste Kombination der Welten der GSX-8R und der R7. Ja, da sind wir auch tatsächlich schon, ich sag mal, Richtung Ende und Einteilung, welches Motorrad denn für wen geeignet ist. Also, die Aprilia, von der ich gerade gesprochen habe, ist eigentlich ein Top-Alltagssportler mit den 100 PS, mit der angenehmen Sitzposition und eben der Möglichkeit, sehr viel im Menü an die persönlichen Vorlieben anzupassen und auch für den Rennstreckenbetrieb anzupassen.
Das hat das Motorrad auch tatsächlich bewiesen, oder dass die Basis sehr, sehr gut ist. Wenn man in die BSB schaut, da ist das Motorrad im Moment gerade sehr, sehr erfolgreich und zählt auch zu den meistverkauften Sportlern im europäischen Raum, beziehungsweise ist tatsächlich der meistverkaufte Supersportler. Und wenn man hier tatsächlich die Geschichte noch mehr Richtung Rennstrecke trimmen möchte, hat man dazu natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Die Extrema kostet 13.490 Euro, ist damit auch das teuerste Bike im Test und hat aber da auch einige Besonderheiten. Ich hatte die vielfältige Elektronik angesprochen. Wir haben hier die erwähnten Carbon-Abdeckungen und den SC Project Entropf. Und was mir tatsächlich auch sehr gut gefällt, was ein kleiner Kniff ist, aber so eine Kleinigkeit, die Sache halt einfach sehr angenehm macht. Wir haben an den Fußhebeln, also sowohl am Brems- als auch am Schalthebel, die Möglichkeit, über einen Exzenter die Position einzustellen. Also das gibt schon so eine kleine Möglichkeit, mit der Ergonomie zu spielen. Finde ich sehr, sehr charmant und witzig. Ansonsten die Bedienbarkeit wirklich gut gelungen. Die Ergonomie, wie gesagt, eigentlich hervorragend für so ein sportliches Motorrad und im Großen und Ganzen eine absolute Überlegung wert, wenn du wirklich ein, ich sag mal, supersportliches Motorrad möchtest, mit dem du auf der Straße und auf der Rennstrecke gleichermaßen entspannt fahren möchtest. Dann haben wir natürlich, wir gehen einen Schritt zurück, im Leistungsbereich die R7, die, wie bereits angedeutet, natürlich sehr, sehr sportlich geartet ist. Und ich muss sagen, das Motorrad hat mir sehr, sehr viel Laune gemacht. Und ich denke mal, wenn wir nur die Basis, so wie sie hier steht, dieses Motorrad herannehmen, ist das das Motorrad, mit dem man mit Sicherheit am besten und am ehesten schnelles Fahren auf der Rennstrecke lernen kann, weil eben die Ergonomie schon sehr, sehr sportlich ausgelegt ist, weil das Motorrad sehr kompakt ist, weil man sehr fokussiert sein muss und eben auch sehr viel Geschwindigkeit mitnehmen muss, will man mit diesem Motorrad schnell fahren. Und das ist eben genau das, was man für flottes Rennstreckenfahren braucht. Ich muss ein Gefühl für das Motorrad entwickeln. Ich muss sehr schnell reinlaufen lassen. Ich muss die Zeit quasi auf dem Weg zum Scheitelpunkt finden und möglichst wenig Energie vernichten, möglichst wenig Geschwindigkeit vernichten, um dann eben auch wieder schnell und zügig aus den Ecken rauszukommen. Also hier hätte ich tatsächlich große Lust drauf, dieses Motorrad mal im REM-Trim, zum Beispiel im R7 Cup zu fahren, weil ich denke, hier ist die Lernkurve natürlich extrem hoch. Kehrseite der Medaille, wir haben natürlich dadurch etwas weniger Komfort beim Fahren im Alltag. Das Motorrad, wie gesagt, sehr kompakt, sehr, sehr vorderradorientiert. Die Handgelenke haben deutlich mehr Gewicht zu tragen als bei diesen anderen Motorrädern. Und das ist tatsächlich eine Überlegung, die man hier mit ins Feld ziehen muss. Und ich habe es angedeutet, kein Quickshifter ab Werk dabei. Der muss dazu konfiguriert werden, so das Motorrad 10.250 Euro teuer, also gar nicht so weit weg von der Aprilia, die, was die Ausstattung angeht und das Gesamtkonzept, natürlich etwas mehr zu bieten hat. Die günstigste im Rahmen ist die GSX-8R. Hier werden 9.800 Euro fällig, aber man muss auch wiederum dazu sagen, kein einstellbares Fahrwerk, das aber sehr, sehr gut gelungen ist, wie auch bei der GSX-8S. Und was halt dazu kommt, die deutlich alltagsorientiertere Fahrmaschine, die auch auf der Rennstrecke mal bewegt werden kann. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Testprozedere. Als ich dann nach der Aprilia die R7 wieder gefahren bin, die sehr, sehr sportlich ist, und dann auf die GSX-8R am letzten abendlichen Turn gewechselt habe, da merkt man einfach schon, wie wenig Sportlichkeit in diesem Motorrad steckt. Das kann man tatsächlich auf der Rennstrecke mal bewegen, das macht auch Spaß. Reifenwahl sollte man hier anpassen, da gehe ich aber gleich noch ganz kurz drauf ein. Aber man muss dazu sagen, die wirkliche Rennmaschine ist das tatsächlich nicht. Hier liegen die Qualitäten auf jeden Fall in der Leistungsentfaltung, im super sauberen Motoransprechverhalten, im extrem neutralen Handling und in der entspannten Sitzposition, die eben diesen Rennstreckeneinsatz mal zulässt, wenn man das erste Mal auf den Kurs gehen möchte, da noch keine Erfahrung gesammelt hat und ansonsten das Motorrad aber auf der Straße fahren möchte. Grundsätzlich Motorcharakteristik, das muss ich hier noch erwähnen, bei allen Motorrädern wirklich sehr gelungen. Hat mir auch bei der R7 sehr gut gefallen, selbst im unteren Drehzahlbereich unter 2000 Touren, saubere Gasannahme. Also das funktioniert trotz der zwei Zylinder, die hier etwas raus sind, sehr, sehr gut. So, letzter Punkt, Reifenwahl. Das ist auch so ein Punkt, der hier so ein bisschen einen Unterschied gemacht hat. Die Aprilia steht auf Pirelli Rosso 4, Diablo Rosso 4. Das ist natürlich ein sehr, sehr sportlicher Reifen. Die R7 stand auf Bridgestone S22, der auch sehr, sehr sportlich ist. Und die GSX-8R stand auf ihren Standard Dunlop
Road Sport, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und die sind natürlich jetzt nicht für den Rennstreckeneinsatz gedacht. Da muss man natürlich auch noch mal etwas Abstriche machen. Also hier auf jeden Fall ein Kriterium, das berücksichtigen muss, auch bei der Urteilung der Performance auf der Rennstrecke. Ja, damit sind wir am Ende. Ihr habt jetzt gehört, was denn tatsächlich die Mopeds mitbringen, welches eventuell für euch geeignet ist von der Auslegung her. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, für welches Motorrad ihr euch interessiert und was ihr jetzt an Erfahrung aus diesem Video mitgenommen habt, ob es eure Entscheidungen beeinflusst. Lasst mich das gerne mal hier im Video wissen. Vielleicht auch, wenn ihr schon Erfahrungen mit den Bikes auf der Rennstrecke gemacht habt und das bestätigen oder vielleicht das eine oder andere auch anders wahrgenommen habt. Lasst mich das gerne wissen. Und die supersportlichen bzw. Rennstrecken orientierten Zuschauenden unter euch werden sich jetzt natürlich fragen, hey, Moment mal, da gab es ja noch die Creme. Genau, die gibt es im zweiten Teil zum Oschersleben-Event. Das Video kommt nächste Woche, also unbedingt den Kanal abonnieren, wenn ihr da dabei sein wollt. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like und den angesprochenen Kommentar. Haut hier in die Tasten, freue mich über euer Feedback, bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr jetzt noch eine Frage zum Thema Sicherheit habt und eventuell auf der Suche nach dem passenden Airbag für eure Straßen- oder Rennstreckeneinsätze, findet ihr in diesem Video eine Übersicht über die aktuellen Airbag-Varianten. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video zum Oschersleben-Event und sage ciao, bis zum nächsten Mal.